Hey und herzlich willkommen zu Minecraft, das Mittelalter. Mein Name ist Kumpel und du bist im Studio Windtor. Ich bin ein bisschen neben der Kappe, weil ich hatte heute schon einen anstrengenden Tag. So, was wollte ich machen? Das war irgendwas, was ich machen wollte. Ich war dabei, dem Flozi sein Haus zu bauen. Bin ich denn damit fertig geworden? Hallo, neuer Komposter. Das ist falsch Haus? Ich glaube, ja. Soweit schon, ne? Ich guck mal kurz. Ich muss mir kurz einen Überblick verschaffen. Ich bin ein bisschen durch, sagte ich ja schon. Ah ja, doch, das sieht fertiggestellt aus. Sehr gut. Sehr fleißiger Junge ich bin. Ich ein bisschen bin stolz auf mich. So, dann haben wir hier das Haus von der Wave. Und dann haben wir hier unten auch noch Platz irgendwie. Ach, da hatte ich ja Melonen gepflanzt zwischen den Aufnahmen. Ja, ich hatte auch noch weiter Büche an die Palisade gesetzt tatsächlich. Und ich habe oben mal die Farben geändert bei der Karte. Da hatte jetzt gerade, ich glaube, Nachtspalter war es mir dazu geschrieben. Und ja, dann hatte ich tatsächlich das im Vorfeld schon geändert gehabt. Da konnte ich ihm sehr zielgenau zu antworten dadurch, weil ich schon selbst gemerkt habe, irgendwie ist das merkwürdig, denn die Items waren rot. Und irgendwie rot sind Feinde, nicht Items. Eigentlich müsste ich da unten das Ding angelassen haben. Das wollte ich jetzt mal kurz gucken. Ich war ja hier mal. Ach, da ist gar nicht viel passiert. Gut, schade. Der Server läuft also nicht lange nach. Schade. Schade. Ich meine, es läuft ja schnell an für sich, aber da fällt auch schon mal was daneben, wie man sieht. Mhm. Ja. Doch, ja, es funktioniert, aber es geht bei weitem nicht immer so schnell, wie man sich das wünscht. Vor allem mit dem Schwund. Gut, das Risiko trägt man halt. So, dann wurde gesagt, statt im neuen Dorf da hinten, was ja wirklich, also das wäre, glaube ich, da in die Richtung. Meine ich. Süden, ne? Süden? Ja, gut. Sollte ich lieber nochmal ins Wuttle Menschen gehen und das mir untertan machen. Gut. Das ist natürlich eine Geschichte, wo man lieber eine längere Aufnahme im Hintergrund hat, um das in Angriff zu nehmen, weil man dann so lange von zu Hause weg ist. Ist hier eigentlich mal jemand eingezogen? Nö. Das Haus, meinen Sie jetzt wie die Pest, seitdem es umgebaut ist, ne? Was haben Sie nur damit? Was ich mal wissen wollte, wie färbt man eigentlich Terrakotta ein? Denn es gibt einen neuen Block im TP. Und zwar, das mal raus gerade kurz. Und den wollte ich gerne mal zeigen. Neuen Block. Die Frage ist, kann ich den zeigen? Blumen. Das hier müsste ja, ich halbiere das mal gerade, das müsste ja eigentlich Pink geben, oder? Was gibt das hier? Magenta. Das ist schade. Magenta wollte ich nicht. Was könnte Pink geben? Der Sternlauch vielleicht? Das hier könnte auch Pink geben, tatsächlich. Das gibt Rosa. Es ist ja aber Pink. Rosa haben wir ja. Rosa habe ich eben gesehen. Aber für mich ist Rosa irgendwie kein Pink, aber es ist halt, im Englischen liegt es. So, ja, das ist Rosa. Und wenn ich jetzt Terrakotta einfärben würde wollen, dann hätten wir hier den Ton und hier hätten wir die glasierte Keramik. Der Ton. Aber wir hatten hier irgendwo auch nochmal. Hier haben wir weißen Trockenbeton. Nein, hier haben wir weiße Keramik. Kann man weiße Keramik noch färben? Das ist die Frage. Ich probiere es jetzt erstmal so nicht. Ne? Gut. Wenn ich jetzt hier eingebe rosa. Und dann habe ich hier hellblau. Da seht ihr sie. Und so geht's. Und dafür brauche ich aber Keramik. Also das geht nicht mit weißer Keramik. Warum auch? Warum sollte man weiße Keramik färben sollen? Wie komme ich auf die Idee? Aber wir haben auch Keramik. Dann gehe ich mal gerade hier das Färben. So. Wir haben gesehen, es geht so und so.
Und dann kriegen wir 64. Ist ja Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier einen neuen Block. Das ist ein neuer TP-Block. Rosa Keramik. Und die wollte ich euch mal zeigen. Und zwar im Survival, auch weil ich danach wieder abbauen muss. Es sei denn, wir bauen uns damit ein Häuschen. Die Frage ist, ob man hier so über die... Man hier nicht vielleicht an der Stelle irgendwie doch... So, man den Teich nicht vielleicht... Dann hier so einen Bachlauf nach draußen macht. Ja, das ist genau der Gedanke, den ich da habe. Und den Teich hier ein bisschen kleiner macht. Und dann ist hier eigentlich noch Platz für ein Häuschen, ne? Das wäre eine Idee. Dann Schaufeln wären schön. Ich glaube, wir haben eine Menge Schaufeln. Ach, da war wieder der Kartograf. Ich werde sofort langsamer, aber ich habe gar kein Papier dabei. Aha. Da war wieder der Kartograf. Ich werde sofort langsamer, aber ich habe gar kein Papier dabei. Ich bin ein Serverleck. So. Jetzt gucken wir nochmal. Also einmal habe ich noch Papier für ihn hier bereit. Nee, gar nichts. Alles verhandelt. Das sieht man auch hier so ein bisschen. Und ich habe halt auch dann Schaufeln ohne Ende. Und zwar Steinschaufeln. Dann nehme ich mir mal gerade zwei Stück mit. Um den Bachlauf irgendwie so ein bisschen weiter zu denken. Der muss dann halt auch... Aber das geht ja jetzt auch mit Eisengittern. Dass das so unter der Palisade vielleicht rauskommt. Und ja... Kann man den Teich so ein bisschen verkleinern in der Folge. Hier müsste dann noch ein Überweg hin. Ich mache jetzt mal gerade hier erstmal so ganz grob die Sache. Da müsste man irgendwie einen Stein drunter setzen, dann geht es hier drunter durch. Da ist sogar tief genug, da nicht. Das kann ich auch gleich ausheben, genauso hier. Hier müsste man schauen, das könnte man vielleicht mit dem Holz hier gerade machen, dass man hier, da muss natürlich auch noch durch und dann hier noch am Ende. So, hier so ein Bachlauf, ne? So, das ginge. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ach, das geht ja hier schon raus. Hoch praktisch. Ach, ich fühle mich sehr behütet. Au, au, davon nicht. Ja, ja, hier hatte ich ja... Das ist jetzt hier so, dass ich hier natürlich mit dem Bach hier nicht wirklich durchkomme, so wie er ist, wie es hier ist. Das heißt, man müsste auf alle Fälle... mal gucken. Mal kurz hier ein bisschen was abtragen. Kann man ja machen. Ich setze die Fackel dann da wieder hin. So, dann müsste hier auch noch ein bisschen was weg. Mal gucken, ob ich dann hier, wie viel ich am Ende wegnehmen muss. Um hier irgendwie einen realistischen Bachlauf durchzumachen. Naja, eigentlich, ne, der Bach ist ja nun mal auf dem Level. Und wenn der hier so... Dann hebe ich erstmal den... Ah, Server, lass das. Den Bachlauf aus. Dann gucken wir mal, wie wir denn... Das ist relativ gerade. Dann gehen wir da aber darüber dann. Dem relativ... Das müssen wir alles hübsch machen. Oje, das wird was. Mal schnell den Bachlauf anders machen, damit wir ein Haus bauen können. Das ist nur, um den neuen Block zu zeigen, was ich ja gar nicht tue. Das ist das Schlimmste dabei. Aber das baut die Spannungskurve auf. Mal hier lang gehen. Da kommen wir irgendwo hier durch. So. Das heißt, hier... Den Felsen könnte man... Oh, eigentlich könnte man hier Felsen hinmachen, ne? So, dann wie ist hier? Da müsste man aber doch noch ein bisschen... Da müsste dann auch Felsen noch hin. So, da ist ja auch noch Felsen. Ach, die ist schon kaputt. Das geht ja schnell mit den Villager-Schrottschaufeln. So, Bachlaufi. Dann kann man hier, warte mal. Da könnte man hier nochmal ein bisschen ausschwingen. Und dann fließt er so ein bisschen geschwungener. So. 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 Gut.
Dann hier noch. Und hier noch. Und hier noch. Da noch ein bisschen. Ach nee, das lassen wir. So. Schau mal. So, dann kann hier der Bach lang. Bach, 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 Bach. Das ist hier natürlich noch eine riesige Erdwand, die so nicht da bleiben darf. So, brauchen wir da noch Holz. Oh, so kommen wir langsam durch, ne? Wie das hier alles am Lecken ist, fürchterlich. So, hier ist ja auch noch zu hoch. Für einen gemütlichen Barry. So, da habe ich hier jetzt noch das hier, das muss alles raus, da muss überall Akazie rein. Sollten wir aber genug auf Lager haben. Nanu? Ach gut. Gehen wir hin. So. Da Akazie hin, dann brauche ich Stein. Der ist auch wichtig. Da kann man Stein hin. Man könnte ja auch so eine Aussparung lassen, wo es so vielleicht ein bisschen ausgespült ist dann. Da ist jetzt noch die Wand. Sehr unschöne. Die man aber auch in Stein ausfüllen könnte. Dann machen wir das doch. Brauche ich noch mehr Stein? Gut zu wissen. Und hier brauchen wir auch Stein. Und hier noch. So, dann gehe ich mal, bevor ich alles vergesse. Ja. Ja. Durch das Loch passe ich nicht. Also möglicherweise schon, aber wahrscheinlich eher nicht. So. Stein und... Also Cleanstone. Oh, guck mal, die Schaufel. Die schafft noch einen Schlag, dann ist sie wieder hin. Dann nehme ich mir direkt nochmal sicherheitshalber eine mit. So, Stein. Stein, Stein, Stein. Cobbles. Nee, also nur Cleanstone. Ich nehme mal die hier alle mit. So, dann Akazienholz. Akazienholz. Weit knapp langsam. Müsste man auch nochmal sich drum kümmern. Ja, also die Idee, tatsächlich das im Woodland Menschen zu machen, dass man das erobert, dann tatsächlich in aller Ruhe nochmal. Ist ja jetzt erzeugt, ohne erkundet worden zu sein. Und zwar korrekt erzeugt auf dem Server. Also das muss nicht mehr der Map Generator machen, wenn man da hingehen würde. Haben wir noch etwas Zeit? Ich habe ja noch viel Erde dabei. Weil dann hätten wir hier den Platz fürs Bächlein, der dann auch wegfließt. Na, also das heißt... Ach, guck mal da. Muss ich die abhauen irgendwie oder kommen die so? Die kommen so. So. Das heißt, der Bach, der wird dann... Also kein fließendes Gewässer. Das werden wir nicht optisch darstellen können, aufgrund dessen, dass wir... sonst noch tiefer runter müssten. Das wäre doof. So, dann kommt hier der Bach. Fließt dann hier so lang. Dann ist dieser Teil hier jetzt Geschichte. Ich könnte das Zuckerrohr noch direkt einsammeln. Das sollte unterpassen, also unterkommen. Das war ein bisschen mehr als ein Zuckerrohr. Und da geht's dann ja theoretisch weiter. Wenn ich das jetzt weghau, dann... So. Haben wir da eine Strömung bis dahin? Da muss auch noch hin. Hier drüber müssen die Holzbretter noch. Siehst du? Gut, dass wir geredet und verglichen haben. Und dann kann hier schon mal... neues Zuckerrohr nachwachsen. So aus Deko-Zwecken. So.
Mhm, gefällt mir. Sehr gut, sehr fein. So lasse ich mir das gefallen. Ach so, es ging ja gar nicht. Das hier ist ja gar kein... Das ist echt noch eine schwache Stelle. Eine schwache Stelle. Na, Freunde der Nacht. So. Bin im Bett. Vermelde ich erfolgreich. Muss ich mich gleich mal kratzen bei der Gelegenheit. So. Weiter geht's. Tür auf, Tür zu. Gehe ich kurz das Zuckerrohr wegbringen erstmal. Da müsste ich noch eine Menge haben. Das heißt, wir könnten auch auf dem Weg noch einmal beim Kartograf vorbeischauen. Den kriegen wir mit der Menge an Papier gar nicht satt gehandelt. Aber hey, beziehungsweise nee, wir gehen jetzt nicht zum Kartografen, sondern wir gehen gerade mal zu einem Bibliothekar, der sich hier im Gästehaus eingenistet hat. Der macht da seinen Job. Und ist hier oben relativ gut aufbewahrt. Da steht er doch schon. So, den würde ich gerne noch weiterentwickeln kurz. So, ich habe echt ein paar Tage nicht gespielt, schon wieder total raus. So, und das war's. Ja, Weiterentwicklung geht jetzt für den Augenblick nicht. Aber hier gesehen, da gibt es schon ein paar nette Bücher. Und Laternen habe ich beim auch schon geholt. Ja, wobei, Laternen nehme ich aktuell bei ihm auch gerne wieder mit. So. Das müsste reichen. Ach, was? Aha. Was haben wir jetzt noch? Schutz 3? Okay, gut. Sehr schön. Haben wir da nochmal Schutz 3 freigeschaltet. Der wohnt hier oben drin im Haus. Finde ich sehr super. Eigentlich sollte man hier die Luke mal zumachen. Aber wer weiß. Ob die das nicht trotzdem schaffen würden. Man könnte aber hier ein Türchen hinstellen. Das nervt vielleicht ein bisschen, aber wäre eigentlich ganz cool. Dann läuft er nicht weg. Dann kann der nicht entkommen. Das mache ich jetzt mal. Auch wenn das jetzt für Gäste nicht unbedingt das Angenehmste ist, wenn da jedes Mal so ein Türchen im Weg ist. Aber hey, ein bisschen leiden geht ja immer. Aber weißt du was, ich nehme da dieses da. Das finde ich ist für drinnen gerade jetzt so das Schönste. Mhm. Letztens aufgrund eines Kommentars in ein altes Video reingeschaut, wo wir noch keine Models hatten für die Blöcke. So, ihr Villager, viel Spaß da oben. Ihr seid ein Sperrt. Wo noch die normalen Zäune waren, ne? Nur mit Textur drauf. War auch cool eigentlich. Es hat echt Vor- und Nachteile. Ach. Ich zerstreuter Kerl. So, das kommt da hin. Und dann habe ich jetzt auch noch Laternen, 6 Stück dabei. Wir haben schon viele auf Laterne umgerüstet, wie man sieht. Aber alles geht auch nicht. Hier zum Beispiel ginge noch. Könnte man hier noch machen, ganz gut. Ich setze es nach da um. Ach Mist. Naja, gut, das ist eh das Ding, wo man nie dran kam. So. Jetzt stehen hier so ein paar Laternen noch mehr. Es gibt immer mehr Laternen. Waren hier bei den Schafen, bei den Schweinen ist auch schon alles umgeändert. Da hängen da 2 Laternen am Baum. Das sollte eigentlich ermöglichen, dass man hier was wegnimmt. Jetzt habe ich noch eine Laterne. Eine Laterne habe ich noch. Und da haben wir hier, kann man die da drauf stellen. Warte, ich bück mich mal. Jo, dann geht es so. Dann hole ich mir das dann noch mit. So. Die Frage ist, die ich mir stelle, ist, ob ich den da stehen haben will. Mhm. Das ist ein Gerber-Neuling. Gerber. So, ach, so ein Wassereimer müsste ich dabei haben, traditionell. Gut, dann flute ich mal hier schon mal zu Ende. Ach, jetzt habe ich die Dinger vergessen. Siehste, da muss ich eh nochmal. So. Ich bin mir nicht sicher, wann ich hier keine Strömung mehr habe. Ich bin so stolz auf mich. Und meine Kompetenz. So. Warte mal. Hey.
So, dann bräuchte ich da noch Dings da, da noch Dings da. So, da kommt hier Holz drüber. Und ja. Dankeschön. Für deine Arbeit, Schaufel. So. Da den Holzsteg. Und hier vielleicht noch ein Zäunchen und hier noch ein Steinchen. Ne? Ein Steinchen habe ich. Ein Steinchen habe ich, das habe ich gesehen. Ich habe auch noch Papier dabei. So. Dann brauche ich hier noch so ein Zäunchen. Zäunchen! Wir können hier direkt nochmal da so. Nee, da so. Ist hier noch eine Leuchtgurke rein. So, das sieht man auch. Oh. Ja, das war mit viel Verzögerung. Kann man hier anders sagen. So, sonst kann man hier keine Leuchtgurken mehr reinsetzen, oder? Doch, da. Das ist ja ganz witzig. Ist das bei Dunkelheit cool? Andererseits steht ja schon eine Laterne in der Ecke. Die habe ich da so liebevoll platziert. Trapiert. So, dann haben wir hier. Haben wir durchaus einen Zaun. Mehr brauchen wir ja aktuell nicht. Und dann haben wir hier ein, zwei. Ich will nicht wissen, wie viele Villager drin rumtreiben am Ende. So wie man sie kennt, eine Menge, nicht wahr? Oben auf der Ecke rumsteiger. So. So, und dann noch die da. Eins, zwei. Man könnte jetzt, achso, da fehlt ja noch das, das hatte ich ja mitgenommen. Da ist noch das hier, dann haben wir das hier da. Dann könnte man hier und dann könnte man hier noch das und das verbinden, dann würde da schon mal keiner mehr runterfallen. Wäre vielleicht ganz gut. Warte mal. Dann hier noch und dann machen wir da auch noch. Und würden das dann, das war falsch gedacht. Und dann würden wir eins länger noch das Ding machen. Und dann kann man hier drüber gehen und dann ist hier gleich ein Zäunchen. Und hier machen wir auch noch eins hin. Ja, so machen wir das. Mikrobrücken in Minecraft. Nicht so einfach. Vor allem nicht in Kombination mit Villagern. So, dann, was brauchte ich jetzt? Ich brauchte nochmal davon eins. Habe ich. Und davon eins, zwei. Eins, zwei. Ja. Müsste so hinhauen. Mal schauen, wie das mit dem Bildgedächtnis so klappt. Wahrscheinlich fehlt jetzt genau eins. Weil ich irgendwas übersehen habe. Ja, da war ja gar keins mehr. Ich hatte eins weggehauen. Mist, eins, zwei, die habe ich gezählt. Eins, zwei. Und den da, den hatte ich, den da hatte ich. Ja. Da war ja der andere drauf vorher. Den hatte ich mitgezählt, dummerweise. So viel zum Thema Bildgedächtnis. Irgendwie wäre nett, dass von den Villagern die Türen zugemacht. Oder ich. Auch das kann man ja so unbewusst tun. Aber ich glaube, es war ein Villager. Ja, schon. So. Dann ist hier dieses kleine Brückchen. Da könnte man jetzt eigentlich noch irgendwie. Puh, das habe ich auch noch dabei jetzt. Naja, könnte man hier noch Klappen reinmachen. Das Papier kann noch weg. Ha. Strukturiertes Arbeiten. Von wegen. Ich packe das hier rein, guck mal. Dann kommt das Papier an seinen Platz. So, guck mal hier. Dann habe ich hier noch die Beeren dabei. Warte mal. Ach ne, die kann ich auch wieder pflanzen. Auch gut. Dann esse ich die nicht. Dann esse ich das hier. So, das Diorit und das tue ich erstmal weg. Moment, das war da umgezogen in die Kiste. Da ist es drin. Das kann man auch noch gut weghandeln übrigens. So, das ist Stein. Da ist ein bisschen Kies. Ach, hier ist das Ding, das wollte ich noch anbringen. Aber das da sollte weg. So.
Gut. Auf Wiedersehen. Der verbraucht, wenn man rennt, eine ganze Menge Sprit, der junge Mann hier. So. Ach, da hat hier. Das sieht irgendwie cooler aus. Da kommt ein Steinchen hin. So, und dann kann man hier über diesen kleinen Mini-Brücke gehen. Ach, jetzt habe ich die Dinger vergessen. Andererseits, so sieht man mehr von der Brücke. Oh nein, ich wollte das mit Klappen haben, also mache ich auch mit Klappen. Das ist mir einfach ein Pläsierchen. Ui! So. So, du. Flöt, 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 flöt. Flöt, flöt, flöt. Flöte, flöte, flö, 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 flöt. So, gleich haben wir das. Ich bin optimistisch. So, Mini-Brücke. Sieht das so von anderswo aus? Ach, ist eigentlich ganz niedlich. Die Mini-Brücke. Sehr gut. Nochmal an der Nase jucken. Ah. So. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Wasser. Wenn ich das jetzt hier noch hinsetze, kann ich das dann hier schon rausnehmen? Nee. Ich kann es da und da. Kann ich dann es vielleicht da an der Stelle schon rausnehmen? Nee, auch nicht. Das ist ärgerlich. Das ist nicht gut. Dann mache ich mal gerade hier hin. Da bin ich mir nicht mal sicher. Ich hole mal ganz kurz noch ein Wasser dazu. Wir haben ja irgendwo eine heilige Quelle, da müssen wir eh noch hin. Da muss ich auch noch ein bisschen buddeln. Wobei, das ist alles noch nicht optimal hier. Aber die Leute haben auch echt keine Zeit. So. So, das hier müsste jetzt ja... Genau, genau. Was ist denn da noch für ein Loch? Ist da nicht noch ein Loch? Da ist doch... Ah ja, ist es tatsächlich. So. Da könnte man tatsächlich ein bisschen höher machen. Und dann hier noch so ein Gitterchen reinsetzen. Das mache ich mal kurz. Haben wir Eisengitter noch auf Lager? Ich weiß nicht, ein Pferdeschatten. So Pferdekopf, weißt du? So. Schnell, schnell. Eisengitter. Das ist ein Loch in der Dorfverteidigung. Nicht, dass da jetzt die Pillager durchtauchen. Eisengitter. 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 Schienen sind auch schön. Hier, guck mal. 1, 2. So. Eisengitter, Eisengitter. Muss ich das dann erst wieder fluten? Das kann sein übrigens. Das ist nur, um da hinten Platz für ein Häuschen noch zu bekommen. Verrückt. Ich habe bei Lucy ein bisschen einfach aus Spaß Life in the Woods gespielt, mal seit langem. Also nicht auf unserer Life in the Woods Let's Play Welt, die gibt es tatsächlich auch noch. Aber einfach so ein bisschen Life in the Woods. Nee, geht. Guck mal. Cool. Sehr cool. Gut, das hätten wir. Dann. Ramalam Ding Dong. Ramalam, Ramalam Ding Dong. Machen wir es so. Dann kann hier das Wasser so ein bisschen ins Loch fließen. Und hier ist ja auch noch alles viel zu hoch, sehe ich gerade. Jetzt zuerst mal hier die Wand hochziehen. So. Das gefällt mir auch nicht. Und dann habe ich irgendwo noch diese 1A-Schaufel. So. So. Ach ja, das geht eigentlich. Und hier auch. Das kommt natürlich noch weg. Und dann würde ich hier die Ecke tatsächlich so machen und das Diorit kommt da wieder rein. Einfach das Füllen.
So. Dann kann der wieder raus. Wenn da noch ein bisschen aus Kostengründen, weißt du? Erde ist einfach billig. So. Dann fließt das hier so ein bisschen. Ja, das sieht jetzt nicht sehr felsig aus. Hier ist so der Felsdurchbruch. Ja, da können wir hier nochmal rein. Dass da noch so ein, zumindest eine Ausspülung ist. So eine Verwirbelung, wie auch immer. Kommt da nochmal hin. So, dann hatte ich hier noch eine Felswand, die da hin muss. Dann hier noch. Hier auch. So. Das hier ist ja noch zu hoch. So, dann können wir hier noch rein. Dann will ich hier noch eine Ecke drum machen. So, und dann hier vielleicht nochmal so raus. Dankeschön. Dankeschön. Ist aber leck. Oh, ich muss ins Bett. Ja. So. So, das gucken wir uns aber dann auch alles gleich in der nächsten Folge in Ruhe an. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs dabei gewesen sein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir diesen kleinen Flusslauch bis erstmal zur heiligen Quelle runtertreiben. Na, und dann gucken wir weiter. Mit meinem Arm. Wie schrecklich.